In China darf man nur ein Kind bekommen. Tatsächlich hatte China in seiner Vergangenheit eine so hohe Geburtenrate, dass es die Ein-Kind-Politik eingeführt hat. Da durften die meisten Haushalte nur noch ein Kind bekommen. Es gab aber Ausnahmen. Irgendwann wurde das Ganze dann geändert auf 2 Kinder, dann auf 3 Kinder und mittlerweile kannst du so viele Kinder haben, wie du willst, denn die Geburtenrate, die ist komplett auf den Boden gesunken. Denn die neue Generation der Chinesen ist fast komplett ohne Geschwister aufgewachsen. Entsprechend wollen die meisten auch nur noch ein Kind bekommen und viele sogar gar keins. Und wie findet ihr staatliche Geburtenkontrolle und wie viele Kinder wollt ihr haben?